dieses Lied schon zum millionsten Mal gehört. Hinterm Horizont. Eine sehr schöne Nummer, finde ich. Da sollten wir unbedingt wieder ins Programm nehmen. Hintergrund hat Udo Lindenberg hat in Calw immer ein Hermann Hesse Festival veranstaltet. Dafür gab es einen Song Contest, genau, der unter dem Namen Panikpreis lief. Und die Aufgabe war, bringt einen Song gegen Nazis, einen Song mit Bezug zu Hermann Hesse und einen Song im Bezug zu Udo Lindenberg. Wir haben das dann hier auf eine CD gemacht und haben das geschickt. Ich fand Hinterm Horizont von Udo schon immer einen sehr geilen Song und deshalb war das dann auch mein Thema irgendwie. Wir haben leider nicht gewonnen, aber wir haben ein Original Udo Lindenberg Dankeschön Brief bekommen. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Wir waren da wirklich sehr geflasht. Also selber gemalt, war wirklich klasse. Also war eine coole Zeit da. Ich hätte da gern gewonnen. Ich auch. Ich hätte gern mit ihm damals zusammengespielt und auf der Bühne gestanden. Ja, wie es halt so im Leben ist, gerade eben holt es mich ein. Ich wohne gerade eben mit einer Gefährtin von Udo zusammen in einer Wohngemeinschaft. Genau. Und das ist die Jessie Gabbard. Das ist eine Profi-Wrestlerin, die mit Udo auf Tour geht immer. Und schon, also schon das zweite Mal auf Tour jetzt dieses Jahr wäre. Aber genau, wir versuchen ihn immer einzuladen und versuchen echt eine gute Party zu machen mal bei mir im Garten. Vielleicht klappt es ja noch mit dem Panikpreis. Es funktioniert noch, vielleicht funktioniert es ja noch mit dem Panikpreis. Wir arbeiten noch dran, muss ich sagen. Keine Planung hinterm Horizont weitergeht und kein